Liebe Freunde, lasst mich euch die Geschichte von Rotkäppchen kurz erzählen, kurz umreißen, denn diese Geschichte ist ein grandioses Beispiel dafür, wie großartig, wie powerful eigentlich Geschichten sind und wie sie auf uns wirken. Die Geschichte von Rotkäppchen wird in allen Kulturen erzählt. Sie ist in allen Kulturen bekannt. Warum? Das behandeln wir gleich am Ende. Eines Tages kommt die Mama von Rotkäppchen zum Rotkäppchen mit einem Korb voller Proviant. Da ist Schokolade drin, Wein drin, Buletten drin, Brötchen drin, alles, was eine kranke Mama braucht, und gibt diesen Korb ihrem Mädchen Rotkäppchen und sagt: Rotkäppchen, schau, deine Oma ist krank. Sie lebt auf der anderen Seite des Waldes. Da nimmst du jetzt diesen Korb und gehst geradewegs dahin. Und, meine Liebe, du lässt dich von niemanden und von nix anquatschen und von deinem Weg abbringen. Hast du das verstanden? Und was antwortet Rotkäppchen? Ja, Mama. Und was macht Rotkäppchen? Nein, Mama. Wer kommt? Der böse Wolf. Und fragt sie aus. Rotkäppchen gibt bereitwillig alle Informationen, was sie tun will. Und was macht der böse Wolf und sagt: Rotkäppchen, geh jetzt und sammle Blumen für deine Oma. Du kannst doch nicht ohne Blumen zu deinem Oma kommen. Was macht Rotkäppchen? Lässt sich von ihrem Weg abbringen. Und der Wolf geht zur Oma, frisst die Oma auf. Dann kommt Rotkäppchen. Der Wolf frisst Rotkäppchen auch auf. Zum Glück haben wir am Ende den Jäger, der kommt und sie rettet, sie alle rettet, und die Geschichte geht gut aus. Liebe Freunde, das war ja jetzt nicht gerade eine unbekannte Geschichte. Eine Geschichte, die in jeder Kultur erzählt wird. Eine Geschichte, die jedes Kind kennt. Und das ist schon mein nächstes Beispiel. Wenn ich meine Kinder, meine Töchter, die ich über alles liebe, die ich über alles beschütze, am Samstag irgendwo hinschicken will, damit sie Brötchen holen, damit sie Papa eine Zeitung holen, damit sie ein bisschen noch Wurst und Marmelade kaufen, damit wir einen schönen Frühstückstisch decken und den Samstagmorgen alle zusammen genießen. Ich will aber nicht raus, ich schicke meine Töchter. Die drei gehen alle zusammen jetzt raus. Ich gebe ihnen Geld und sage: Ihr geht 500 Meter zum nächsten Edeka, kauft die Brötchen, kauft die Zeitung, kauft alles und kommt geradewegs zurück. Ihr lasst euch nicht von irgendeinem Fremden anquatschen und schon geht ihr gar nicht mit einem Fremden mit. Habt ihr das verstanden? Was sagen meine Töchter? Ja, Papa, das haben wir verstanden. Warum sagen sie: Ja, Papa, das haben wir verstanden? Weil ich ihnen vorher schon ausführlich die Geschichte von Rotkäppchen erzählt habe. Oder solche Geschichten, die illustrieren, warum du deinen Lebensweg nicht verlassen darfst, warum du dich nicht betrügen lassen darfst von irgendwelchen Leuten, die Böses von dir wollen. Stellt euch vor, ich hätte die Geschichte von Rotkäppchen nicht. Ich hätte nicht solche Geschichten, die ihnen zeigen und illustrieren, dass es Menschen gibt, die nichts Gutes von mir wollen. Was hätte ich dann für einen Erfahrungsraum ihnen geben können? Soll ich sie wirklich den Gefahren des Lebens aussetzen, damit sie verstehen, dass es böse Menschen gibt? Nein, das mache ich nicht, weil es ja meine Töchter, ich liebe sie. Also versuche ich sie zu schützen. Womit? Mit geistigen Erfahrungen. Mit Erfahrungen, in die ich sie hineinsetze, die sie geistig und emotional spüren, mit Bildern und Abenteuern, die sie innerlich machen, und am Ende dieses Abenteuers, was gewinnen sie daraus? Ein Fazit, eine Moral, eine Botschaft, eine Nachricht, die sie in ihrem Leben anwenden und integrieren können. Und diese Botschaft, diese Weisheit schützt sie vor Gefahren, bringt ihnen Erfolg im Leben. Was tun also Geschichten mit uns? Und da kommen wir jetzt zu der Clou der Geschichte. Was tun Geschichten mit uns? Was bieten sie uns an? Geschichten bieten uns einen Erfahrungsraum an. Dieses Abenteuer, was wir durchmachen, ist ein Erfahrungsraum, in dem wir geistig und emotional hineingehen, um am Ende klüger rauszukommen.
um am Ende mit einer Weisheit herauszukommen. Diese Weisheit, diese Erfahrung wenden wir dann in unserem Leben an und haben hoffentlich Erfolg. Unser Leben also, liebe Freunde, folgt folgendem Prinzip. Jeden Tag gehen wir raus und machen Erfahrungen. Was passiert? Aus diesen Erfahrungen heraus sammeln wir Informationen. Was machen wir mit diesen Informationen? Wir wenden diese Informationen an und haben am Ende entweder Erfolg oder Misserfolg. Wenn wir Misserfolg haben, müssen wir die Kette wieder zurückgehen und sagen, welche Informationen habe ich gesammelt? Die waren die falschen. Ich habe also die falschen Informationen gesammelt, angewendet, habe Misserfolg. Also gehe ich wieder zurück zu meinen Erfahrungen. Ich brauche also neue Erfahrungen, daraus wieder die richtigen Informationen, Anwendung, Erfolg. Nichts anderes tun wir jeden Tag, liebe Freunde. Wir brauchen Erfahrungen. Können wir aber so viele Erfahrungen selber jeden Tag sammeln, wie wir Informationen brauchen, um unser Leben bestens zu bewältigen? Glaube nicht. Wir sind jeden Tag so vielen unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen ausgesetzt. Um all diese Probleme, um all diese Herausforderungen zu meistern, brauchen wir entsprechend viele Informationen, brauchen wir entsprechend viele Antworten, brauchen wir entsprechend viel Weisheit. Und deshalb, liebe Freunde, lieben wir Geschichten, weil wir in Geschichten, in deren Abenteuer, Erfahrungen machen können. Und aus diesen Erfahrungen Informationen sammeln können und diese Informationen anwenden können in unserem Leben, um Erfolg zu haben. Deshalb, liebe Freunde, lieben wir Geschichten. Deshalb, liebe Freunde, sind Geschichten so mächtig, weil sie uns Erfahrungsräume bieten. Nun, stellt euch vor, ihr könntet diese Erfahrungsräume nutzen. Diese Erfahrungsräume nutzen, um eure Botschaften, eure Informationen, eure Absichten, eure Produkte und Dienstleistungen den Leuten anzubieten. Die Leute bringen in diesen Erfahrungsräumen, damit sie von eurer Dienstleistung, von eurem Produkt, von eurer Idee oder Botschaft die Erfahrung machen, die ihr wollt.